Hallo und herzlich willkommen hier bei UBI Tested. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt zu einem neuen Video mit einem neuen Fahrzeug hier vor der Kamera, dem Ford Mustang Mach-E. Ein Auto, auf das ich mich sehr gefreut habe. Und ja, natürlich ist es behaftet von der Diskussion, ob man wirklich ein Muscle Car Coupé, was so beliebt ist, über Jahrzehnte hinweg zu einem SUV einfach umfunktionieren kann und dann einfach als vollelektrisches Fahrzeug anbietet. Was hat das überhaupt noch mit deinem Mustang zu tun? Außer vielleicht mit dem Namen und den paar Badges. Ich glaube, das sollten wir heute einfach mal klären. Wir sollten uns den Wagen natürlich einmal von außen anschauen. Wir schauen ihn uns von innen an, die Platzverhältnisse. Wir werden ihn auch fahren, das ist ganz klar. Und am Ende möchte ich euch natürlich noch einen kleinen Überblick geben, wie er mir so gefallen hat, mein eigenes Fazit für euch da draußen. Wenn ihr jetzt Lust dran habt und den Kanal noch nicht abonniert habt, dann ist jetzt Zeit dafür, den Button zu drücken, das Ganze gerne zu liken und vor allem auch zu teilen. Aber schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentarbox, denn die interessiert mich am meisten von allem. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, wir starten in die Videovorstellung zum neuen Ford Mustang Mach-E. Viel Spaß! Erster Blick auf das Exterieur des Ford Mustang Mach-E in einem wunderschönen Lucid Rot Metallic für gute 1200 Euro Aufpreis. Das ist schon ganz happig. Aber an der Front sehen wir schmale Scheinwerfer mit Matrix-LED-Licht, die wir hier haben. Dann natürlich das galoppierende Pferd in der Mitte schön drauf auf dem nicht vorhandenen Kühlergrill. Und die schwarze Umrandung sieht so ein bisschen aus wie so ein Zaun, als ob das Pony hier in seinem Gitter rumlaufen darf. Ja, 4,71 Meter ist der Ford Mustang Mach-E lang, 1,88 Meter breit und 1,62 Meter hoch. Wir bekommen ihn in vier verschiedenen Varianten, wenn man es genauer nimmt. Man gibt eine Heckantriebsversion an mit zwei verschiedenen Akkukapazitäten. Die Akkus sind 68 Kilowattstunden netto oder 88 Kilowattstunden netto. Und es gibt dann hier die Version, die wir haben, noch mit Allradantrieb, mit kleinem und mit großem Akku. Die unterscheiden sich zwischen einzelnen Leistungsangaben. Wir haben jetzt hier die Top-Variante mit 258 kW und eben 88 Kilowattstunden Akku, was gemäß WLTP für eine Reichweite von 540 Kilometern sorgen soll. Aufgeladen wird der Ford Mustang Mach-E natürlich klassisch entweder über einen Haushaltsanschluss, was sich kein Mensch machen wird, da es einfach viel zu lange dauert, diese große Batterie mit ungefähr vielleicht 2,3 kW an der Haushaltssteckdose zu laden, sondern man nutzt diesen Anschluss hier vorne links in der eher unpraktisch angeordneten Klappe und da verbindet sich natürlich der Typ 2 und wenn wir das aufklappen, dann haben wir einen klassischen CCS-Anschluss und mit diesem CCS-Anschluss können wir bis zu 150 kW Ladeleistung abrufen. Der kleine Akku kann nur mit 115 kW maximal schnell geladen werden. Ionity ist da ein Partner von Ford. Wer sich einen Ford Mustang Mach-E besorgt, der kann auch vergünstigt an Ionity Schnellladern aufladen zu 31 Cent pro Kilowattstunde für 12 Monate erst einmal ohne Grundgebühr. Was wir auch schon sehr schön hier sehen, ist nicht nur diese weit ausgestellten Kotflügel, diese schöne Form hier, die man eben so klassisch vom Mustang übernimmt. Und wenn ich jetzt einfach nur mal so hinhalte, dann könnte man durchaus meinen, hier steht das
Ford Mustang Coupé vor einem. Einen schönen, cleveren Trick haben sie sich einfallen lassen, dass das Ganze etwas cleaner wirkt und natürlich auch Luft-Wind-Widerstand optimiert ist. Und zwar, man hat die klassischen Türgriffe durch solche Entriegelungsknöpfe ersetzt. Finde ich sehr cool. Wie das dann im Winter ist, muss man sehen. Aber uns wurde versprochen, wenn die Tür vereist ist, dann hat er so viel Kraft, dass er die Tür einfach aufdrückt. Hier haben wir dann noch so einen klitzekleinen Spoiler angebracht. Das ist so eine Tür. Griff kann man fast sagen, der ist aerodynamisch optimiert. Das schaut gut aus und es gibt auch die Möglichkeit, wenn wir nicht mit Schlüssel aufsperren, sondern hier mit einem Zahlencode-Feld. Damit können wir dann eben hier unseren Code eingeben und dann entsprechend das Fahrzeug komplett ohne Schlüssel entriegeln und auch komplett ohne Schlüssel fahren, wenn wir das uns denn so wünschen. Am Heck, finde ich, erkennt man den Mustang natürlich am ehesten durch die Rücklichter, die wir hier sehen. Das, finde ich, schaut doch ganz ordentlich aus. Es hat einen stämmigen Auftritt, einen sehr muskulösen Auftritt, wie ich finde, der Mustang Mach-E. Aber jetzt schauen wir erst einmal, was sich hinter der Heckklappe verbirgt an Stauraum. Die Heckklappe öffnet elektrisch optional. Wenn man denn das Technologiepaket hinzunimmt, dann gibt der Mustang Mach-E einen Kofferraum mit maximalem Laderaumvolumen von 519 Liter, wenn wir den doppelten Laderaumboden nach unten legen und Dach hoch beladen. Der doppelte Laderaumboden, das sehen wir hier, es ist eine feste Platte, darunter ein Ladekabel versteckt und noch so ein kleines Ablagefach sowie das Tire-Fit-System. Den doppelten Laderaumboden brauchen wir aber nicht fürs Ladekabel, denn der Mustang Mach-E ist ein cleveres Elektroauto und hat vorne unter der ehemaligen Motorhaube einen sogenannten Frunk mit 100 Liter Stauraumvolumen. Da ist auch ein schönes Trennsystem drinnen. Mit, wenn man das drinnen ist, dann sind es 81 Liter und da ist sogar eine kleine Ablassschraube drinnen, da wozu man Eis zum Beispiel reinladen kann oder Wasser einkippen. Und dann gibt es einen Ablassstöpsel, den kennt man schon so aus dem Ford Puma und der sogenannten Ford Megabox. Schauen wir hier noch mal rein. Die Rückenlehne ist im Verhältnis 2/3 zu 1/3 umlegbar. Es gibt keine Durchreiche in der Mitte. Wir haben zwei Taschenhaken, einen links, einen rechts, sowie hier auf der rechten Seite noch einen 12 Volt Bordanschluss. Wenn wir jetzt die Rücklehne hier umlegen, es gibt keine Fernentriegelung hier drinnen, dann sehen wir, es ist ein fast ebener Laderaumboden. Wir haben hier vorne lediglich eine kleine Fuge, die können wir aber ganz leicht überbrücken und dann ist das ein gut nutzbarer SUV-Kofferraum mit der kleinen Einschränkung der etwas hohen Ladekante. Aber ich finde, das ist ganz ordentlich. Da lässt sich auch sicherlich familienmäßig mit was machen. Vielleicht schaffen wir es ja, dass wir den noch im Familienalltag sehen. Und dann kann ich auch noch berichten, wie es ausschaut, wenn wir Kinderwagen oder Ähnliches hier einladen. Jetzt lade ich mich aber auf die Rücksitzbank ein und nehme euch dazu auch mit. Der Zustieg hier in den Fond gelingt dank großem Türausschnitt erstaunlich gut. Wenn wir die Tür hier schließen, dann zeigt sich auch sehr schnell, wie gut die Platzverhältnisse hier im Ford Mustang Mach-E sind. Ich sitze hier mit meinen 1,78 und etwas Körperfülle wirklich angenehm. Die Kopfstütze hier können wir noch in der Höhe verstellen. Das passt wunderbar. Wir haben jetzt hier aber auch das Glas-Panoramadach, was natürlich die Kopffreiheit nochmal einschränkt. Aber bei mir ist hier mehr als genügend Platz nach oben. Nach vorne habe ich auch mehr als genügend Platz, wie man sieht. Ja, da passt so ungefähr eine Faust hin. Die Füße passen ganz gut unter den Vordersitz gerade so. Ist allerdings, man merkt, dass der Fahrzeugboden etwas höher ist durch das Batteriepaket. Das heißt, meine Beine sind hier schon etwas angewinkelter und die Lehne ist ein bisschen flacher gestellt hier. Es gibt hier oben einen Haltegriff, es gibt LED-Lampen, das ist schon mal schön. Dann gehen wir in die Mittelkonsole hier rein und da sehen wir Luftaustritte. Wir haben jetzt keine Temperaturregulierung, also keine Dreizonen-Klimaautomatik, sondern hier lediglich Luftausströmer. Aber ich finde, das ist völlig ausreichend, immerhin. Und wir haben zwei USB-Anschlüsse, einmal USB-C und einmal USB-A.
Ah, also Stromversorgung auch für die Kids ist hier hinten sichergestellt. Die Bank ist insgesamt sehr flach und nicht weniger auskonturiert. Also für die, die, wenn dann Papa ein bisschen sportlicher fährt, dann könnte man hier auf diesem schönen verarbeiteten, übrigens veganen Innenraum Leder durchaus etwas hin und her rutschen. Es gibt hier aber noch eine Mittelarmlehne mit zwei Cupholdern. Natürlich gibt es auch ISOFIX an den Außenpositionen. Da ist einfach ein kleiner Schlitz, da kommt dann die Haken werden dann da reingefädelt und schon ist der Kindersitz sicher untergebracht. Das geht ratzfatz. Und hier hinten würde ich einfach mal sagen, ist die Umsicht auch ganz nett. Wir haben große Fenster, auch wenn hier so ein bisschen natürlich durch die Dachlinie das Ganze ein bisschen nach hinten verläuft. Aber viel wichtiger ist natürlich, wie schaut es denn vorne aus? Auch vorne sitzt es sich unheimlich angenehm hier im Mustang Mach-E. Sehr schön hoch. Man hat eine gute Rundumsicht hier übers Fahrzeug. Wir sitzen auf sehr bequemen Sitzen. Die sind jetzt nicht sonderlich von Seitenhalt geprägt, aber ich finde, man sitzt hier unheimlich bequem drin. Das heißt, das ist so ein Langstreckenfahrzeug, das merkt man. Platz habe ich hier auch genügend. Natürlich durch hier diese freie Konsole kann mein Knie auch angenehm lümmeln. Das ist sehr schön. Wir haben auch genügend Kopffreiheit nach oben hier vorne. Die Kopfstützen lassen sich auch wunderbar in der Höhe einstellen. Auch unser Lederlenkrad hier hat genügend Spielraum in der Höhe und Tiefe, um die richtige Sitzposition und Lenkradposition zu finden. Das Lenkrad ist übrigens beheizbar, genauso wie die Sitze. Die Sitze sind auch elektrisch verstellbar mit Memory für den Fahrersitz. Auch eine Lordosenstütze ist hier an Bord. Also alles, was das Komfort- und Fahrerherz erst einmal begehrt. Natürlich wichtigster Punkt ist hier der Innenraum. Ja, und hier im Innenraum hat sich am meisten getan oder verändert und zeigt auch wirklich, dass Ford langsam, aber sicher echt immer weiter sich entwickelt und auch gute Schritte nach vorne macht. Gerade wenn man so ein bisschen gedacht hat, oh, jetzt lassen Sie es schleifen, ja, kommt auf einmal Bam, der Mustang Mach-E und der bietet hier das komplett neue Sync 4 Bediensystem. Zu dem kommen wir gleich. Wir fangen erst einmal hier so an. Erstens Verarbeitung. Die Verarbeitung ist sehr gut hier im Innenraum. Wir haben zwar viele Kunststoffe oder etwas härtere Kunststoffe, die sind aber alle sauber verarbeitet. Das schaut auch gar nicht so verkehrt aus. Wir haben ein kleines 10 Zoll Display hier hinter dem Fahrerlenkrad, sehr schmal ausgerichtet und soll auch nur die nötigsten Informationen dem Fahrer zeigen, soll ihn nicht ablenken vom Fahrgeschehen, was ich sehr schätze. Einfach nur die Geschwindigkeit, die Reichweite, den Füllstand des Akkus und dann auch noch die Navigationshinweise oder eben Verkehrszeichenhinweise. Das finde ich gut, super gelöst. Wir haben ein klassisches 3-Speichen-Lederlenkrad, das ist beheizt. Wir haben hier auch rote Ziernähte drin, das schaut gut aus. Und irgendwie dieser Pralltopf hier mit dem Pferdchen drauf erinnert mich ehrlich gesagt so ein bisschen an Audi. Oder was meint ihr? Schreibt mir doch mal unten in die Kommentare, an welches Auto euch das Lenkrad erinnert. Die Bedientasten hier links haben wir einmal den Tempomaten auf der rechten Seite, dann die Audiosteuerung und Audiobedienung für eben das System. Dann haben wir den Armaturenträger, der ist schön ausgearbeitet. Hier ist so ein bisschen Hartkunststoff, da haben wir eine schöne Stoffbespannung. Dann die Lüftungsaustritte sind hier schön in diesen Spalt eingearbeitet, finde ich, das schaut schön aus. Dann noch so eine Art, Carbon-Struktur hat man hier eben aufgetragen auf einem Kunststoff und hier wieder eben das vegane Kunstleder, was wir hier haben im gesamten Fahrzeug. Also das Fahrzeug ist vegan, finde ich auch gut. Daumen dafür nach oben. Doppelte Ziernaht hier mit rotem Stitching sorgt dann auch nochmal für ein bisschen Auflockerung. Breite Mittelkonsole mit nur einer induktiven Lademöglichkeit für Smartphone, aber zwei USB-Anschlüssen, einmal USB-A und einmal USB-C. Apple CarPlay und Android Auto sollen hier wireless funktionieren. Zwei Cupholder haben wir hier. Wir haben hier in der Mitte den Bediensatelliten für die Automatik oder respektive für das Getriebe. Dann eine elektronische Parkbremse und dann noch den Parkassistenten sowie die Warnblinkanlage. Eine Armlehne haben wir hier und darunter ein großes Ablagefach. Da geht auch noch jede Menge Krimskrams rein. Und jetzt kommen wir zum großen Bediensystem. Und das hat doch schon so ein bisschen was von Tesla, oder? Was meint ihr? Ich finde es cool.
Ford ist hiermit den nächsten Schritt gegangen. Das nennt sich Sync 4 Bediensystem. Und das Sync 4 System ist jetzt wirklich schön aufgebaut, wie ich persönlich finde. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen, also wir haben hier einen 15,5 Zoll hochauflösenden Bildschirm untergebracht. Der ist schön gegliedert, wie ich finde. Wir haben hier unten einmal ein großes Drehrad. Das ist immer noch ein physischer Drehknopf für die Lautstärkenregulierung. Das soll einfach auch eine gewisse Orientierung geben für den Fahrer und alle anderen, wo man sich aus dem Display befindet. Das finde ich gut. Wir haben also hier den Lautstärkenknopf. Da innen ist dann der An- und Ausschaltknopf fürs Display. Dann das Klimabedienteil mit den Klimafunktionen für Sitzheizung, Lenkradheizung oder eben das Defrosten von von der Windschutzscheibe oder der Heckscheibe. Dann haben wir hier noch so eine kleine Historie, was wir gerade alles so aufgerufen haben. Das finde ich eigentlich auch cool. Bordcomputer übrigens, und das ist, finde ich, ein bisschen schade. Bordcomputer kann nur über das Display hier abgerufen werden, nicht hier vorne. Das ist dann tatsächlich hier drinnen. Muss man jetzt mögen, dass man das alles nur sozusagen hier bekommt. Ist aber okay. Brauchen wir uns nicht drüber ärgern. Das funktioniert so ganz gut. So. Dann haben wir das Navigationssystem. Das Navigationssystem, ja, es arbeitet recht flott, aber die Rechenleistung, wenn eine Karte eingegeben oder eine Navigation eingegeben wird, die dauert recht lange. Da sollte Ford nochmal nachbessern. Aber wenn nachgebessert wird, gibt es Over-the-Air-Updates für das System und fürs Fahrzeug. Also auch hier Daumen nach oben. Hier oben, wenn wir schon oben sind, dann haben wir hier die Möglichkeit, die direkten Ebenen anzuwählen. Also hier eben unter anderem Radio, Telefon, Navigation und so weiter und so fort. Auch gut gelöst, wie ich finde. Das System denkt übrigens auch mit, deswegen hier die Vorschläge. Je öfter man bestimmte Bedienfunktionen herruft, desto mehr lernt das System und schlägt euch auch bestimmte Eingaben vor. Der Mustang, der hier oben ist, der ist natürlich nicht umsonst da, denn da geht es dann in die Fahrzeugeinstellungen. Wohlgemerkt die Drive Modes, da gibt es aktiv, zahm und temperamentvoll, was wir hinterlegen können. Da sind auch gute Unterschiede da in der Pedalkennlinie, in der Fahrpedalkennlinie. Wie spitz spricht er an? Und der Spitz auf aktiv hängt der schon sehr gut am Gas, das kann ich euch schon mal sagen. Möglichkeit, ihr könnt auch ein One-Pedal Drive hier aktivieren, das würde ich euch empfehlen. Fahrgeräusch bedeutet, es gibt so eine Art V8 Sound, soll so ein bisschen Richtung Mustang Historie gehen. Mal ganz nett, aber auf Dauer, ich würde es deaktivieren. Ist halt ein Elektroauto. Ja. Kamera, haben wir eine Rückfahrkamera bzw. 360 Grad Kamera, wie wir sehen, ist gut gelöst. Die Kamera ist okay aufgelöst, könnte ein bisschen feiner sein, aber was will man mehr? Die Fahrassistenzsysteme sind hier auch unter drin. Wir können die ganzen auch einstellen. Noch ein paar Sachen hier eben die Fahrerassistenz unter anderem. Und da könnt ihr euch echt absolut tot spielen, wenn ihr wollt. Jeden Assistenten, den es hier gibt, könnt ihr individuell konfigurieren, deaktivieren oder genauso anpassen, wie ihr es wollt. Bestes Beispiel Geschwindigkeitsregulierung. Intelligent bedeutet, er übernimmt die Verkehrszeichen, reguliert automatisch das Fahrzeug. Oder aber ihr habt die Möglichkeit, einfach nur zu sagen, ich will einfach nur einen Abstandstempomaten oder ihr würdet sagen, ich brauche einen normalen Tempomaten. Dann könnt ihr das auch wählen. Sehr, sehr clever und sehr, sehr cool gelöst, wie ich finde. Und genauso auf den Fahrer halt auch zugeschnitten, wie er es möchte. Einziger Punkt ist so ein bisschen, ich würde mir dieses Display gerne eher zum Fahrer hin orientieren. Aber okay, das ist der einzige kleine Punkt, den ich noch so kritisieren könnte. Und jetzt würde ich aber sagen, wir gehen auf die Straße mit dem Ford Mustang Mach-E. Ja, was zeichnet den Ford Mustang Mach-E beim Fahren aus? Ich würde sagen, seine Ausgewogenheit. Und er rezitiert den Ford Mustang aber auch in einer sehr guten Art und Weise. Fangen wir aber mal an. Der Wagen ist insgesamt eher komfortabel abgestimmt. Wir haben ein gut ausbalanciertes Fahrwerk. Die Federdämpfereinheiten sprechen sehr feinfühlig an. Wir haben hier nur ein Stahlfahrwerk verbaut, kein adaptives Fahrwerk. Das kommt erst bei der sportlichen GT-Version. Beim Antrieb haben wir hier den großen Akku mit 88 Kilowattstunden netto und dem
Allradsystem verbaut. Das heißt, wir haben hier ein 258 kW Systemleistung mit 580 Newtonmeter maximalem Drehmoment, sodass der Mach-E hier in 5,8 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 sprintet und 180 Stundenkilometer schnell unterwegs. Sind wir aber dann auf einer normalen Fahrt unterwegs, zeichnet den Mach-E sein sehr komfortables Fahrwerk aus. Also federn tut er wunderbar. Hier in Brandenburg auf eher etwas schlechteren Straßen zeigt er da wirklich gute Nehmerqualitäten. Die Federung spricht feinfühlig an, Unebenheiten werden gut weggefiltert und auch Wellen, da schwebt er fast schon ein bisschen drüber weg. Also finde ich richtig gut gelöst. Bei der Performance sieht es dann so aus, da zitiert er den Mustang als Coupé sehr gut, denn der Mustang ist ja jetzt kein großer Querdynamiker, sondern auch eher längsdynamisch unterwegs. Genau das hier kann der Mach-E auch richtig gut, denn wenn man hier mal aufs Fahrpedal drauf drückt, dann schiebt der richtig vorwärts und das kann der V8 Mustang so gut leider nun mal auch nicht. Und ich denke, damit könnte er dann auch den ein oder anderen Mustang-Fahrer durchaus von diesem Fahrzeug überzeugen. Die Fahrpedalkennlinie ist eher etwas spitzer, selbst im Normalmodus. Wenn man ihn dann in diesen sogenannten Sportmodus oder Ungezähmt-Modus bewegt, dann hängt er noch mal giftiger am Fahrpedal. Und dann macht das schon richtig Laune, wie der den nach vorne schiebt. Gut, beim Verbrauch, da kann ich jetzt nicht viel sagen, weil ich bin jetzt nicht so viel hier gefahren mit dem Mustang Mach-E, kam aber so auf ungefähr 23, 24 Kilowattstunden bei einer Außentemperatur von 7 Grad. Finde ich völlig in Ordnung. Die Reichweite, die er mir hier angegeben hat, sind 420 Kilometer. Damit kann man auch durchaus sehr gut leben, zumal eben eine Schnellladefunktion ja hier vorhanden ist mit 150 kW maximaler Leistung. Und so kriegt man den Akku dann eben in 45 Minuten von 10 bis 80% wieder aufgeladen. Also da kann man in keiner Weise meckern. Ja, der erste Ausritt in die Prärie hier rund um Berlin bzw. in Brandenburg ist gelungen. Und ich muss sagen, der Wagen ist echt cool. Also optisch weiß ich noch nicht hundertprozentig, wie ich ihn einschätzen soll, ob er mir jetzt 100% gefällt oder eher nicht. Aber performancetechnisch und ansonsten auch, was er so insgesamt bietet, ist das ein richtig, richtig gutes Package und vermutlich auch ein echter Tesla-Jäger. Ja, jetzt habe ich es gesagt. Ja. Muss ich sagen, der ist halt gut verarbeitet. Das ist ja das Problem, was oftmals beim Tesla angeprangert wird. Wir haben hier viel Platz, auch auf der Rücksitzbank für Familie. Der Wagen fährt äußerst angenehm, komfortabel, kann aber auch performancetechnisch richtig was, wenn man ihn so nimmt, hier mit großem Akku und Allradantrieb. Ab 42.900 Euro geht es los für den Ford Mustang Mach-E mit kleiner Batterie und Heckantrieb. Der große kostet, so wie er da steht, dann schon mal mindestens 62.900 Euro. Die Fahrzeuge sind aber insgesamt schon sehr voll ausgestattet. Dann kommt noch das Technologiepaket drauf mit der tollen B&O-Anlage, die hier verbaut ist. Und dann liegen wir bei roundabout 67.000 Euro. Dann kommt die Förderung durch die Umweltprämie hier in Deutschland zur Geltung. Und da ist er voll förderfähig. Und jetzt werden einige sagen, wie, wo, was? Der ist doch so teuer. Ja, weil angegeben bei der BAFA ist eben das Grundmodell und alles andere ist Sonderausstattungsoption. So wird es auch ausgewiesen, wenn ihr ihn bestellt. Und bestellen könnt ihr ihn online. Und Ford macht hierfür eine eigene Plattform auf. Ihr könnt ihn online bestellen, könnt ihn euch dann zum Händler liefern lassen. Könnt aber auch das Ganze über den Händler laufen lassen, wie ihr das dann wollt. Und dann wird euch das Pferdchen entweder direkt in euren Stall geliefert oder erst einmal beim Händler nochmal durchgecheckt, bevor ihr ihn bekommt. Ich finde, echt toll. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch beim Reinklicken. Jetzt möchte ich aber eure Meinung zum Ford Mustang Mach-E hören. Was sagt ihr dazu? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren. Und ich sage vielen lieben Dank fürs Reinklicken. Tschüss und Servus, euer Ubi.